Die Mempera wendet sich dir zu und blinzelt überrascht. Ihre Sicht ist schärfer und konzentrierter als vorher. She is no more, but I carry enough of her to know the meaning of gratitude. Dieses Ding war ich. Sie ist nicht mehr, aber ich trage genug von ihr in mir, um die Bedeutung von Dankbarkeit zu erkennen. Danke, sie nickt. I collected a small hoard of trinkets from visitors. We have no need of these trophies. Ich habe ein kleines Schar von Schmuckstücken von Besuchern gesammelt. Wir haben keinen Bedarf für diese Trophäen. Sie gestikuliert in Richtung des Hohlraums in ihrem Baum und schielt die Rinde an, als sie sich abmüht, ihre Umgebung zu erkennen. Was wirst du jetzt tun? A blink of an eye ago, by Aora's reckoning. I will grow and replenish what we lost. Aus dem Blickwinkel Aoras betrachtet sie sein gerade mal einen Augenblick zuvor verrottet. Ich lasse wieder wachsen, was wir verloren haben. Sie seufzt, sieht den Dschungel prüfend an und erkennt das Ausmaß ihrer Aufgabe. Es zu zähmen wird eine Aufgabe sein, aber es ist noch Zeit. Sie nickt. More of my daughters may yet roam this jungle, with my poison coursing through their roots. Weitere meiner Töchter könnten noch durch diesen Dschungel irren, mit meinem Gift, das durch die Wurzeln fließt. Sie sieht die Quaumwänze sorgenvoll an. I cannot stop them from bringing you harm. And I will not punish you for bringing them rest. Ich kann sie nicht daran hindern, dir Schaden zuzufügen, und ich werde dich nicht bestrafen, wenn du ihnen Ruhe bringst. Ihr Seufzen lässt die Blätter der Umgebung rascheln. I'm here. At once. Was haben wir jetzt eigentlich von ihr gekriegt? Oder können wir noch was... Ah, wir können hier was plündern. Ein mittlerer Schild, okay. Der goldene Außenring. Okay. Of course. Und ja, der einzige, den ich jetzt wüsste, der ein bisschen was mit der Natur zu tun hat, ist Tikeo. Und ich sollte Tikeo hier eh dabei haben. Tikeo ist ein Wasserformer. Können helfen. Und Tikeo ist ein Gottberührter auch noch. Und ja, einen Druiden habe ich nicht und Padegina und Maya kommen da leider auch nicht in Frage. Also muss ich Seraphim leider mal abstellen und mir Tikeo dafür schnappen. Ja, ich muss auf meinem Schiff segeln, um meine Gruppe umzustrukturieren. Ah, Seraphim raus, Tikeo rein. Und ja, wahrscheinlich habe ich jetzt auch schon wieder einiges verpasst, weil ich die Kyo bis jetzt nicht dabei hatte. Allein schon in dem Gespräch mit den Wahaki am Strand. Aber ja. Level up für Tikeo, Arcana. Ein bisschen überleben vielleicht. Ich kapiere immer noch nicht genau, wie das klappt. Weil der Durchschnitt kann es nicht sein. Der wäre nicht 7, oder? 19 wäre 7 abgerundet schon. Aber andere Sachen dann wiederum. Ja, hier wär's 4 aufgerundet. 10, 11, nein, das kann dann nicht sein, weil das wäre dann nur... Egal. Geschichte wäre nicht schlecht. Verbessern wir mal den da.
Oh, und mehr hast du leider nicht, Tekeo. Tekeo ist jetzt also nur 18, ach, knapp 18, gut. Let's take a look. So, der erste Baum wäre hier. Mal sehen, ob Tekeo eine Idee hat, ihn zu heilen. Na, ich kann ihn nur zerstören, hä? Du trägst hier Wurzeln und die gierigen Ranken ab. Schwärzlicher Saft deutet den Baumstamm herab, wie vergossenes Blut. Es wird nicht mehr lange dauern, bis der Baum seine Verletzungen erlitt. Du hörst den unbetäubenden Schrei einer Mempekwa in Todesqualen. Ja, gucken wir mal uns die anderen Bäume an. Oh, den da können wir nicht mehr, weil die Pevkra ist tot. Ach ja, Tekeo kann auf dem Wasser laufen. Gut. Gut, Tekeo, kannst du hier was machen? Ja. Der Ende des Baums ist verkratzt und beschädigt. Es sieht aus wie ein krankes, verwesendes Fleisch. Auf den Wurzeln posieren Pusteln, aus denen etwas wie Eiter sickert. Unser Garten wird alle Wunden wieder heilen, die du schlägst, Fremde. Wir haben den langen, harten Winter überstanden. Wir können auch dich überdauern. Ein Gefühl von Alter und tiefer Trauer durchdringt die Stimme in deinem Kopf. Sie flattert zurück in den Dschungel, wo du mehr über sie erfahren kannst. Ja, den Baum zerstören. So, damit ist der Baum jetzt hin. Also ja, es bringt nichts. Ich habe keinen Druiden oder was dabei, um das zu heilen. Was zur Hölle habe ich gerade eingesackt? Holzfigur einer Spinne. Zwei Wüstenspinnen beschwören. Oh. Praktisch. Hier ist alles in Ordnung. Die Inschrift lautet, Engati hat ihren ausgewählten Volk die Herrschaft. Nochmal. Engati hat ihrem ausgewählten Volk die Herrschaft über das Wasser geschenkt. Ein korrumpierter Tiger, der nicht böse auf uns ist. Okay. Die Inschrift lautet, es ist die Aufgabe aller lebenden Dinge, den Adra zu schützen. Die Götter werden uns durch unsere Treue gegenüber diesem Bund kennen. Was steht hier eigentlich noch? Ich habe die grüne Dame wiederhergestellt und mir einen Dank erworben. Mir steht es frei, ihre Schätze nach etwas, das mir nützlich sein könnte, zu durchsuchen. Das sieht nach dem Zentrum aus. Erstmal zu der Höhle gehen. Und ja, ich weiß, ich habe hier einen Sumpflaurer.
Okay, einen, zwei Dschungellaurer. I'm here, as you wish. That's it. Stand together. Oh, da ist Tekeos Skelett. Okay, was ist mit der Seele? Dieses Steinfragment vibriert mit tiefer Sorge und ebenso tiefem Zögern. Als du näher kommst, treibt es mit einem Hauch blinder Dringlichkeit auf dich zu. Die Seele lesen. Du keuchst vor Anstrengung, als du fließt und hältst einen verzierten goldenen Ring mit beiden Händen umklammert. Das hüfthohe Wasser verlangsamt deine wilde Flucht, aber du bleibst hartnäckig mit einer zerrissenen Erinnerung an Hoffnung. Ein schmerzerfüllter Schrei ertönt aus dem Dschungel. Du lässt dich ablenken, drehst dich um und rennst geradewegs in eine über dir aufragende Gestalt. Die Kreatur richtet ihre Aufmerksamkeit herunter auf dich. Sie hebt dich mit ihrem knochigen Kralle hoch, als wärst du eine Puppe. Durch den Nebel der Desorientierung siehst du ihr vernarbtes Gesicht und ihre milchweißen Augen. Kichernd schnappt sie sich den Goldring und hängt ihn am Ast eines großen knorrigen Baumes auf. Sie erzählt dir von dem furchtbaren Schicksal, das du erleiden wirst, als Futter für ihren Hain und das Wasser für ihre Kinder zu dienen. Doch bei ihr klingt es, als wäre es eine Ehre. Du wünschst, du könntest ihr das glauben. Die Vision löst sich in einer Wolke aus Schmerz und Verwirrung auf. Die Laterne leicht schwingend lockt Zoti die Seele in ihre Tiefe. Okay, das ist der Ring, den wir jetzt bei dem Hain gefunden haben. Oh, die sind auch alle nett jetzt. Gut. So wie es aussieht, hatte die Korruption wirklich nur noch Einfluss auf die... Püfgra an den drei Bäumen. Nicht mehr aber auf die Tiere hier im Hain. Well, this is a whole lot fancier than what we've seen. Who do you suppose lived here? And when? Der Ort ist viel eleganter als das, was wir bis jetzt bekommen haben. Was glaubst du, wer hier wohl gelebt hat und wann? Fragt Idea. Gucken wir mal, was die Seele sagt. Die Seele flitzt in hastigen und panischen Bewegungen umher. Sie rückt erwartungsvoll näher an dich heran. Die Seele lesen. Sie haben darüber gelacht, dass du stundenlang die Runenschrift der alten Huana studiert hast, aber hier sitzt du nun und zerbrichst dir den Kopf über Goldinschriften, während sie sich nur die Köpfe kratzen können. Du schwörst dir, dass du auf dem Weg zurück nach Nikataka ordentlich damit angeben wirst. Niemand glaubt, dass die Huana ein Gerät wie das goldene Rad geschmiedet haben könnten, aber du sagst nichts dazu. Die Ingvitan haben das Augenmerk mehr auf Funktion, denn auf Schönheit gerichtet, und dies ist Kunst. Das Drehen der Kontrollscheibe und das Drücken der Paneele hat dich so abgelenkt, dass du aus Versehen die falsche Kombination eingegeben hast. Ein Schlitz öffnet sich in der Scheibe und setzt ein Gas frei, das sich auf die Knie sinken und so laut husten ließ, dass es eine Kreatur angelockt hat, deren Umrisse du durch den Schleier des Schmerzes nur undeutlich erkennen konntest. Die Angeberei wird warten müssen. Mit einem spürbaren Gefühl der Erleichterung driftet die Essenz in Xotis Laterne. Ja. Gut, was haben die Sachen jetzt zu sagen? Offensichtlich waren die Huana nicht die einzigen, bla bla bla. Ich habe die grüne Dame. Da. Ja, die Seele eines toten Huana-Entdeckers erinnert sich an eine goldene Scheibe, die sich mit Hilfe einer Kombination aus Rädern und Tafel manipulieren lasse. Ja. Ein Todesmitglied der Huana-Expedition trug einen großen goldenen Ring. Als er starb, etwas sehr Großes hing ihn an einem Zweig eines knorrigen Baumes. Mhm, das haben wir auch schon. Gut. Ich würde aber sagen, bevor wir hier mit dem Rad rumspielen, speichern wir und machen einen Cut.
Das ist dann LP057. LP057. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.